herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Letzte Sendung haben wir Ihnen die Schulprogramme vorgestellt. Unter anderem Energize, das Augmented Reality Angebot für unsere Oberstufenklassen, die jetzt die Lehrinhalte noch spannender vermitteln können. Wie das im Klassenzimmer aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt in der HTL-Halle. Was bedeutet schonender Umgang mit Ressourcen und wie beeinflusst das unsere Lebensqualität? Ein Thema, das schon in der Schule seinen Platz finden sollte. Mit dem Oberstufenschulprojekt Lebensadern geht die Salzburger AG genau auf dieses Thema ein. Neu ist das Augmented Reality Lernmodul Energized. In der HTL in Hallein testen Schüler zum ersten Mal den virtuellen Escape Room. Also konkrete Vorstellungen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da einige Rätsel zum Lösen haben. Wir haben da jetzt eben die Rooms schon aufgebaut und ja, was genau kann ich aber noch nicht sagen. Ich bin schon gespannt, was kommt. Also klingt schon sehr interessant und vor allem auch, was man da jetzt sieht an der Tafel, klingt schon sehr interessant und vielversprechend. Ja, also ich lasse mich da komplett überraschen. Die App Energized entstand aus der Innovation Challenge Nummer 3 der Salzburger AG. Es ist die spielerische Wissensvermittlung über Energie, Mobilität, Wasser und Kommunikation. Das Ganze funktioniert mittels eines Escape Room Szenarios und Augmented Reality, also die Einbindung der realen Umgebung über die Tablet-Kamera. Nun, Lernen heißt ja nicht unbedingt Schweiß und Blut, sondern es darf ja auch Spaß machen. Und das Besondere dabei ist, dass man das Wissen und die Informationen, die wir ja vermitteln wollen, die die Jugendlichen auch brauchen, auf eine Art und Weise vermitteln, die die Jugendlichen mögen, mit modernen Medien, mit digitalen Medien, interaktiv und selbsterklärend. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolgs. Hält man das Tablet auf ein zuvor angebrachtes Bild an der Wand, öffnet sich der entsprechende Escape Room. Wie in realen Escape Rooms gilt es auch virtuell, Rätsel zu lösen, um schlussendlich den Raum verlassen zu können. Dabei geht es knifflig zu. So muss zum Beispiel Wasser auf einen Heizkörper und einem Fenster gestellt werden, damit im später angelaufenen Fenster ein Code sichtbar wird. Den Jugendlichen gefällt die neue Art der Wissensvermittlung. Lösen von Herausforderungen im Team, über den Tellerrand hinausblicken und lernen, gepaart mit einer Emotion. Da bleibt das erworbene Wissen tief verankert in der Birne. Also ich finde es wirklich super. Also so ein Erlebnis haben wir selber noch nicht gehabt. Ich war auch noch nicht in die, sage jetzt mal, wirklichen Escape Rooms drinnen. Aber so als Spiel finde ich es auch wirklich genial gemacht. Da sind die Hauptinformationen eigentlich eingepackt. Es ist nicht voll viel Stoff, was man da macht. Aber ich denke, die Hauptpunkte kommen voll gut aus und man lernt schon viel dazu. Auch den Lehrern ist die Begeisterung der Schüler nicht entgangen. Womöglich wäre die App eine gute Ergänzung im Unterricht, um komplexe Aufgaben spielerisch zu lösen. Ließe sich sicher sehr gut machen bei uns, weil wir haben da viel Laborunterricht, wo wir kleinere Gruppen haben. Und so gesehen wäre das eine super Ergänzung, dass man das manchmal dann im Laborunterricht macht und dadurch Aufgabenstellungen, komplexe Aufgabenstellungen gemeinsam löst und viel Freude dabei hat. Die Teilnahme am Oberstufenschulprogramm Lebensadern ist kostenlos. Einfach online anmelden und das Wissen aus der Praxis mit den Schülern nutzen. Weitere Informationen zu unseren Schulprogrammen finden Sie auch auf unserer Webseite. Jetzt, Ende des Winters, beginnen viele Hausbesitzer mit der Planung einer Sanierung. Auf was es darauf ankommt, hat Georg Thor für Sie zusammengefasst. Die Frage nach ökologischen Dämmstoffen wird uns in der Beratung immer häufiger gestellt, nicht ganz einfach und nicht ganz allgemein zu beantworten, insofern, als so manches vermeintlich ökologische Material unter Umständen mit zum Beispiel Bindefasern, mit anderen, mit Kunststoffmaterialien so weit versetzt ist und werden muss, damit die mechanischen Eigenschaften auch entsprechend sind, dass es als Dämmstoff eingesetzt werden kann, dass die Ökologie darunter auch wieder so weit leiden kann, vielleicht ist dieses Material dann sogar schlechter, als man hätte von vornherein ein Kunststoffsystem genommen. Aber eine Aussage ist, glaube ich, wichtig, allgemein, auch ein schlechter Dämmstoff ist insgesamt in der Ökobilanz positiv zu bewerten, weil dadurch die Energieeinsparung am Gebäude so hoch ist, dass sich das ökologisch und energetisch auf jeden Fall amortisiert. Die Frage nach den typischen Dämmstärken in der Energieberatung ist relativ leicht zu beantworten. Es hat sich sehr stark entwickelt die letzten Jahre. Wir haben derzeit, nehmen wir als Beispiel die Außenwandsanierung her, Dämmstärken von ca. 16 bis 20 cm, die üblicherweise gemacht werden, um auch einen zeitgemäßen Dämmstandard dann erreichen zu können. Bei Fenstern, beim Fenstertausch ist es energetisch insofern auch noch ein bisschen schwieriger, die Dämmstärken
muss man aufpassen, es gibt das Glas und es gibt den Rahmen. Bei guten neuen Fenstern ist die Schwachstelle nicht mehr das Glas, was viele meinen, sondern die Schwachstelle ist die Rahmenkonstruktion. Das heißt, dort muss man unbedingt darauf achten, einen gut hochgedämmten Rahmen auch zum Einsatz zu bringen. In der Berechnung, sowohl im Energieberatungsprotokoll als auch in jedem Energieausweis, wird dann der Gesamtfensterwert errechnet und richtig bilanziert. Ja, der Begriff der thermischen Sanierung meint das Dämmen der Bauteile im Gebäude rundherum, also Außenwand, oberste Geschossdecke, Kellerdecke und auch die Verbesserung der Fenster, der sogenannten transparenten Bauteile. Wenn man das in der Summe betrachtet, sind Einsparungen von 50% sehr, sehr häufig anzutreffen und oft auch sogar noch deutlich darüber, können durchaus auch 2/3 Energieeinsparung zum bestehenden Energieverbrauch sein. Und weil zum Sanieren auch immer Förderungen dazugehören, habe ich mir heute Andrea Malrennin, unsere Klimabonus-Spezialistin der Salzburg AG, eingeladen. Der Klimabonus ist ja die Förderschiene der Salzburg AG. Welche Energieeffizienzmaßnahmen werden da gefördert? So, wir haben 4 Förderschienen. Einerseits Erdgastausch von alten Erdgasgeräten auf effiziente Erdgasbrennwertgeräte, dann Tausch von Elektroheizungsregelungen und Komponenten und 2 in Richtung Sanierung. Da geht es einerseits um Tausch von Fensterdichtungen und andererseits um die Dämmung der obersten Geschossdecke. Gehen wir auf die einzelnen Förderungen etwas näher ein. Gasgerätetausch, wie komme ich zu der Förderung? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Also Grundvoraussetzung für alle Förderungen ist, dass der Kunde Energiekunde bei der Salzburg AG ist. Also entweder bezieht er Wärmeenergie oder Haushaltsstrom. Bei Erdgas schaut es so aus, das alte Gerät muss mindestens 10 Jahre alt sein und wird gegen ein neues effizientes Brennwertgerät ausgetauscht. Das heißt, der Kunde holt von sich aus Angebote ein, lässt die Maßnahme durch den Installateur umsetzen und schickt uns dann das vollständig ausgefüllte Förderformular und die Rechnung und das wäre es eigentlich dann schon. Und bei den Speicheröfen? Die Speicheröfen, die Grundvoraussetzung ist einmal eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Energieberater, der schaut sich das Heizungssystem an und macht dann eine konkrete Tauschempfehlung, also welche Komponenten getauscht werden sollten. Des Weiteren setzt dann der Kunde die Maßnahme um mit einem Elektriker und schickt uns auch das ausgefüllte Protokoll und Förderformular und die Rechnung zu und das wär's dann. Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke, wie geht es da? Also konzentriert sich die Dämmung auf blanke Betondecken bzw. auf Decken, die von Haus aus jetzt nur eine sehr geringe Dämmschicht oben haben. Und die Salzburg AG fördert die Anschaffung des Dämmmaterials mit bis zu 20% der Kosten. Und man kann das dann in Eigenregie umsetzen, also dass man das selbst verlegt, beziehungsweise durch ein ausführendes Unternehmen. Aber wie gesagt, die Salzburg AG fördert die Materialkosten. Grundvoraussetzung ist auch eine Vorortbegutachtung durch einen Energieberater. Und dann haben wir noch die Fensterdichtungen. Wie funktioniert das da? Ja, bei Fensterdichtungen meldet sich der Kunde, der Interesse hat, bei uns unter klimabonus@salzburg-ag.at und bekommt dann von uns die Kontaktdaten der Sanierungsfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die schauen sich dann vor Ort die Situation an, legen ein Angebot und dem Kunden stellt es sich dann frei, dieses Angebot anzunehmen oder nicht. Wir fördern den Fensterdichtungstausch mit 4 € pro Laufmeter Dichtung. Und was auch noch inkludiert ist, ist ein Beschlägeservice. Das heißt, die Fensterbeschläge sind dann wieder leichtgängig, klemmen nicht und das ist ein sehr gutes Effizienzpaket. Das heißt zusammenfassend, Kunde von der Salzburg AG sein, Energieberatung einladen, Förderformular ausfüllen und fertig. Genau. Super, vielen Dank für den Überblick. Weitere Informationen zum Klimabonus finden Sie auf unserer Webseite. Einfach im Suchfeld Klimabonus eingeben, das Förderformular herunterladen und ausfüllen und an die Salzburg AG schicken. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Am 19.03. eine neue Sendung.